Herzlich willkommen bei Eumelie LP zu einem neuen Part von Sims 2. In der letzten Folge sind wir hier mit Manuel und Sandra in der Bowlingbahn Zuckerschnute unterwegs gewesen, haben gerade hier ein traumhaftes Date erreicht und wollen das natürlich noch ein bisschen fortsetzen. Also gucken wir mal, was will sie denn? Ihn umarmen und mit ihm rumschmusen. Na, das passt doch. Das ist doch schon mal so ungefähr das Gleiche, was er auch möchte. Ja, dann machen wir das doch mal. Weil den ersten Kuss haben sie schon ausgetauscht, dann können wir doch mal gucken. Romantisch umarmen, denke ich, käme gut. Und dann wollt ihr ja rumschmusen, dann macht das halt mal, ne? Ich gucke gerade, essen gehen kann man hier nicht. Ah ja, gut, jetzt ist dieser Essensgehwunsch eh weg. Insofern okay. Ja. Ja, toll. Wie geht's Ihnen denn ansonsten eigentlich? Ja, bestens. Perfekt. Ich hätte eine Idee, was ihr machen könntet. Ihr könntet doch mal Stehplus tanzen. Wie wäre denn das? Ja, so gehört das doch, oder? Tanzen und Kopf auf die Schulter und Hände tiefer und ein bisschen rumschmusen kannst du auch noch. Ja, ihr zwei Süßen. Das ist doch schon mal schön. Ich hoffe, hier kommt es dann nicht zu diversen Eifersuchtsdramen, wenn der Gute natürlich sich die nächste Dame dann aussucht fürs nächste Date, weil er will ja 50 Dates haben. Und bestimmt nicht nur mit ein und derselben Frau, könnte ich mir denken. Obwohl, man weiß es nicht. Wir haben ja Gott sei Dank nicht die Laufbahn Romantik genommen. Ja, das weiß ich. Man steckt da ja nicht drin. So, was will er denn noch? Flirten, Rücken kraulen schon wieder und nach Hause klar begleiten lassen. Was will sie? Von Manuel den Rücken gekrault bekommen und geflirtet werden. Okay, gut, das passt ja dann. Dann hört mal auf, ihr zwei da. Heiße Braut hier. So, dann flirte doch mal. Streicheln. Oh, du bist ja so süß, du. Und dann kraulen wir nochmal den Rücken. Du. Jetzt rennt sie weg. Komm, dreh dich mal. Jetzt will er wieder ins Dings, also nee, vergiss das. Dann können wir sie nochmal umarmen, fest drücken und rumschmusen können wir auch nochmal. Hui! Ey, sie kann sich nicht mehr rühren. Guck mal, die Hände, voll eingeklemmt. Aber sie nimmt es mit Humor, das ist schon mal gut. Oh, ich gehe nach Hause, was? Stopp. Ich gehe nach Hause, weil meine Bedürfnisse im Keller sind. Och, ja gut. Okay, wir hatten uns bei Manuel ein bisschen drum gekümmert. Das ist genau das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Was für eine wunderbare Zeit. Mein Schätzchen, du bist wirklich der Traum meiner schlaflosen Nächte. Ja, irgendwie kommt mir dieser Spruch bekannt vor. Das haben wir, glaube ich, immer in der Schule früher gesagt. Der Mann, der Traum meiner schlaflosen Nächte. Ja. So, was will er denn jetzt? Ausgehen. Ja, das können wir gerne fürs nächste Mal festmachen. Und jetzt gehst du aber auch aus, in dem Sinne, dass du, glaube ich mal, ja, Spaß hat er jetzt wirklich genug. Wieder das Telefon. Taxi rufst, meine ich, da. So, ne? Tschüss, Sandra, mach's gut. Oh, da hat noch jemand ein Foto von sich gemacht. Wer ist das? Yvette Heck. Oh, wobei, wir könnten natürlich hier auch mal gucken, ob noch so ein paar Teenies hier rumhüpfen. Aber ach, ich und Teenies erkennen, das ist ja immer so eine Sache für sich. Wir wollen jetzt nach Hause. Müssen ja auch mal ein bisschen speichern. Oh, und da kannst du dich da noch mal ein bisschen faul hinhocken. Genau, lass dir es gut gehen. Betrachte die Mädels und so, die da alle an dir vorbeiziehen. Aber ich finde, das hier mit der Zuckerschnute ist schon ganz okay. Oh, da drin wird sich geprügelt. Wer prügelt hier wen? Moment, will ich gucken. Seelenfrüchtestangen. Oh, voll die Prügelei im Gang mit den zwei Mädels. Ja, Zickenalarm oder was? Jesus. Nee, hallo, was machst du jetzt? Getränke stellen? Nee. Ja, lieber Kampf beobachten, genau. Aber du gehst jetzt heim. Die
Hut, Zicke hat gewonnen. Zicke mit Hut. Beate Goldmann, halt dich bloß von der fern, Manuel, sonst wird die dich auch noch verdreschen. Da muss man ja mal gucken nehmen. Ja. Und Abmarsch. Also wenigstens das erste Date haben wir geschafft. Das ist doch schon mal gut. Und ja, da müssen wir jetzt halt mal schauen, wie wir das so weiter handhaben können. Ob wir die überhaupt alle erfüllt kriegen. Weil das ist schon ein Lebenswunsch. Das ist ein Lebensziel, sag ich mal. So alt werden die ja gar nicht, oder? Naja, mal schauen. Ich nehme das jetzt nicht ganz so ernst. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So, da ist er. Und bevor wir jetzt hier irgendwas machen, stopp, muss ich mal speichern. Obwohl, nee, es hat, glaube ich, gerade eben gespeichert. Stimmt, wir waren ja unterwegs. Das heißt, du gehst mal direkt zu deinem Papa und erzählst dem, was du alles erlebt hast. Und überhaupt, berichte mal, ich hatte gerade ein Date. Papa, war das bei dir auch so mit der Mama und so? Habt ihr sowas auch erlebt? Muss man doch mal, ne, muss man doch mal weitergeben, sowas. Sich väterlichen Rat holen und so. Sag mal, wie war denn das bei euch zu eurer Zeit? Du, ich habe meinen ersten Kuss gekriegt. Das passt zwar nicht das Bildchen, aber egal. Ah, die Flamme der Liebe, oder was? Ja, hallo, wink doch nicht. Das ist dein Sohn. Mhm. So, dann plauder du mal aus deiner Kiste. Ja, mit so einer hatte ich auch mal ein Date. Mhm, ja, eine ganz heiße Schnecke. Mhm. Bisschen Rangeln spielen vielleicht noch. So, was hatte ich jetzt hier festgemacht? Ausgehen, ja, okay, das können wir das nächste Mal machen. Fähigkeitenpunkt verdienen ist auch nicht verkehrt. Ja, komm, wir spielen eine Runde Rangeln. Vater gegen Sohn, wer ist stärker? Ich hau dich, aua, nicht so feste. So, Return, auf Gott's. Revanche. Und, hau zu. Nein, Felix ist nett, der hält sich zurück. Der will ja seinen Sohn nicht verletzen. Gib's ihm. Mhm. Ja, du bist einfach der beste Papa der Welt. Oh, guckt, da ist sie, die Sandra mit dem riesen Blumensträußchen. Mhm. Oh, tschüss. Wir haben heute keine Zeit mehr für dich, Mädel. Aber das musst du dir jetzt angucken, ne? Ansehen, ist doch klar. Der erste Strauß für das Date. Nie hätte ich auch zu träumen gewagt. Von einer solch süßen Maus als Erinnerung schenke ich dir diesen Strauß. Ba, ba, ba. So, das war jetzt ein bisschen abgekürzt, aber ihr kennt ja den Text mit Sicherheit auch schon auswendig. Dieser schöne Strauß kommt natürlich ins Inventar. Mal ganz klar. So, wie sieht denn das jetzt aus? Der Junge muss auf Toilette, der Alte eigentlich auch. Der Alte hat auch keinen Hunger. Na, dann lassen wir dem Alten den Vortritt. Geh du erstmal da Pipi machen und Hände waschen und dann... Kannst du vielleicht noch ein bisschen Nachrichten gucken? Und Felix macht sich... Quatsch. Und Manuel, sag ich mal, was will der denn da? Gratulieren. Nee, du brauchst jetzt deinem Papa nicht gratulieren. Das ist alles okay, denke ich mal. Du spülst mal bitte ab und nimmst dir noch irgendwie einen Snack oder so. Ja, warum nicht? Genau, knapper doch einfach mal ein paar Chips. Man muss ja nicht immer Abendessen machen oder sowas. Ich meine, er war unterwegs, da kann ich noch ein paar Chips in die Backen schieben. Das ist doch auch mal eine Idee. So, was macht denn unser Hund? Nicht, dass ich den hier komplett vergesse. Ja, der müsste mal Harntrang und Hygiene brauchen, ansonsten geht's ihm gut. Mal gucken. Also, den Felix packen wir lieber dann mal ins Bett, der ist langsam müde. Aber unser Manuel ist noch recht fit. Der könnte ja vielleicht mit dem Hund noch eine Runde Gassi gehen, bevor er sich zum Schlafen hinlegt. Ist ja auch noch ein junger Mensch. Diese Schatten. Ich finde den Schatten so witzig. Ich habe aber Schatten ausgestellt. Wieso macht diese Tüte einen Schatten? Ah, guckst du auch? Ah, nee, du gehst hier Knochen knabbern. Okay.
Ja, ein bisschen Unterhaltung ist auch nicht verkehrt. Krankenhausserie, Emergency Room. Oder wie das damals hieß, ne? Oder Grey's Anatomy, oder wie die alle heißen, keine Ahnung. Wie hieß das erste da? ZDF, Schwarzwaldklinik. Ja, wer die noch kennt. Ich glaube, die gibt es heute gar nicht mehr. So, okay. Du gehst das machen, dann darfst du hier Ringo loben führen, Möbel nicht ankauen. Und liebhaben, streicheln und dann spazieren führen. Und du machst aus und gehst eine Runde Haya machen. Zack. Abmarsch. Ins Bett. Gucken wir uns die beiden da noch ein bisschen an. Oh, Ringo, ich hab dich ja so lieb. Du bist so ein toller Hund. Gell? Guck da, diese schönen Hundaugen. Oh, wer kann denen nur widerstehen? Ich bin Katzenfan. Ich darf es ja gar nicht zugeben, aber wenn mir der Ringo hier einfach so auf der Straße begegnen würde, so vielleicht ohne Herrchenfrauchen in der Nähe und nicht angeleint, ich würde zig Kilometer Umweg machen, um dem dann nicht über den Weg zu laufen, gebe ich zu. Also ich habe vor großen Hunden speziell, aber eigentlich auch vor kleinen, ist ja wurscht. Wenn ich sie nicht kenne, habe ich ein Problem damit. Ist einfach so. Und? Wie, ihr seid ja schon wieder da. Wie jetzt? Hat denn Ringo auch gemacht, was er machen soll auf seinem Weg? Ja, hat er gemacht. Und jetzt will er was essen. Okay, also ist auch noch was im Napf drin. Das ist gut. Mal gucken. Nicht, dass da was... Ja. Gut, dann würde ich sagen, geht der gute Felix hier mal auf Toilette. Benutzen. Hände waschen. Und ab in die Haya. Ja, ich überlege gerade, wir haben hier nur so ein olles Einzelbett stehen. Wäre ja mal... Oh, jetzt ehrlich, nur weil der Hund vorne weggeht. Also du bist ja echt dappig. Geh, husch. Wäre eine Überlegung, ob wir ihm hier noch ein Doppelbett zulegen wollen, falls er denn wieder ein Date hätte, dass er dann auch mal mit nach Hause bringt. Ich meine, heute Teenies in dem Alter, die haben ja auch schon Sex, ne? Ich meine, müssen wir ja eigentlich nicht warten, bis er erwachsen ist. Wäre eine Überlegung. Und dann halt die Staffelei irgendwo anders hinstellen, weil sonst haut das hier nicht hin. Ist halt immer ein bisschen wenig Platz, obwohl das Zimmer jetzt wirklich schon groß ist. Aber die Karaoke-Maschine frisst halt verdammt viel Platz. Naja, so ist das. Ja. Gucken wir mal. Und dann müssten sie eigentlich auch langsam alle wieder müde sein und im Bett liegen. Und ja. Genau, dann spult das hoffentlich auch wieder. Wir gehen mal auf Elise, die sowieso gleich wieder aufwacht. Morgen zu 3 ist so Elises Uhrzeit momentan, ne? Das ist halt so. So. Und Hund, schläfst du auch? Auch im Körbchen, aber... Du entspannst wieder nur. Typisch. Das ist jetzt typisch. Dann spulen wir mal ein bisschen. Achso, da ist sie ja. Glatt besehen hier. Oh, und auch Herzchen über sich. Ja. Ich muss mal gucken. Wir haben gleich schon wieder so viel Zeit rum. Okay. Mach du das mal. Dann gehst du bitte säubern. Oh, oh. Duschen. Achso. Duschen muss sie ja gar nicht. Okay, dann einfach nur säubern und reinigen. Säubern. Und aufwischen. Und hinterher säubern. Ja, du kannst gerade alles sauber machen. Hände waschen. Dann gibt es ein neues Outfit. Ich finde, jetzt hatten wir lange genug Winter an imaginären. Das wird noch witzig, wenn dann wirklich die Jahreszeiten kommen. Aber ja, lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, dafür muss der Manuel erstmal erwachsen werden, weil ich dann mit ihm was vorhabe. Also mal gucken. Ich werde auch eventuell am Anfang bei der Familien, also bis zur Familiengründung von Manuel, eventuell die Alterung da ausmachen, weil sonst läuft mir einfach die Zeit davon. Und das ist ja ein... sag ich mal,
Langzeit-Let's Play hier, so ein Endlos-Dingens. Da müssen wir jetzt nicht so auf die Tube drücken, denke ich mal. Also, sollte okay sein. So, gereinigt hat sie alles. Ja, prima. Sehr schön. Und dann darf sie sich um Freunde kümmern. Oh, sie möchte Ringo befehlen, Pfötchen zu geben. Das ist schon mal gut. Apropos Ringo, was ist bei dir? Bist du... Nee, der schläft noch, oder? Ja, jetzt schläft er. Witzig. Echt witzig. Könnten natürlich überlegen, ob wir sie direkt wieder an ihr Dingens lassen. So, das hat sie jetzt lange genug angehabt. Was haben wir denn sonst? Also das wäre ja ein bisschen zu fein zum Arbeiten. Aber so die Jeans da und das Dunkle. Ja, das sieht eigentlich gerade ganz gut aus. Oder doch lieber das Helle? Hell oder dunkel? Ach, nehmen wir jetzt mal das Helle da. Ja, gut. Genau, das ziehst du mal an. Und zwar jetzt. Und da sie sonst noch keine Probleme hat, darfst du erstmal weiter Drachen fertigen. Ach ja, wie kriege ich dich aus diesem Loch wieder raus hier? Okay. Gucken wir mal, ne? Da wird wieder gehämmert. Fleißig, fleißig. Die Gute. Ich spule mal ein bisschen. Ich hoffe, sie kriegt mal ganz bald ihren blöden Punkt. Ah, ja. Halt. Nee, nix da. Was willst du denn jetzt? Du brennst hier alles an und überhaupt und tralala und nee. Vergiss das, Mädel. Zack. Du gehst bitte weitere Drachen fertigen. Wir brauchen da noch ein paar von. Jetzt nicht runterlaufen. Ja, gut. Gerade noch rechtzeitig gestoppt. So, dann machst du jetzt noch mal ein paar von denen da. Habe ich hier was gehört? Ist Ringo schlecht am Träumen? Ups, jetzt bin ich zu weit gehopst. Oh, da liegt er. Alles klar mit dir? Ja, sieht gut aus. Okay. Alle anderen auch schön am Schlafen. Gut. Dann können wir wieder spulen. Das ist nämlich wichtig. Und ich hoffe, dass sie jetzt endlich ihren blöden Punkt mal kriegt. Ja, wieder Drache fertig. Schön. Komm, weiter so. Wie viele blöde von den Dingern braucht die denn noch? Mann, die müsste doch schon zigmal Gold haben. Und wieder einer. Guckt mal, wie schnell das geht. Oh, halt, stopp. So, du darfst den da noch machen. Ich gucke aber kurz mal, was denn dein Sohn machen will. Was will er denn? Gefüllte Waffeln. Na gut, okay. Kannst du machen, aber... er macht doch gleich mehrere. Frühstück servieren, gefüllte Waffel. Nicht wieder nur für dich, du. Und vor allem, ich bleib dabei. Wir wissen, was hier passiert, wenn nicht, ne? Mein... Gott sei Dank haben wir hier einen schönen Rauchmelder, der auch wunderbar funktioniert. Komm, hol die Dinger raus. Entschuldigung. Und dann kann die Mama nämlich auch kommen und erstmal was essen. Die hat ja gar keinen Hunger. Na egal. Die kommt trotzdem. Zum Essen rufen, Haushalt. So. Wie sieht's denn hier aus? Ah, der Papa ist auch schon wach. Supi, perfekt. Der geht auch erstmal essen, okay. Ja komm, du hast lang genug geschuftet hier, hä? Lassen wir das Geklopfe jetzt sein. Wird heute eh nichts. Kannst vielleicht später noch weitermachen. Geh auch mal was essen. So ein richtiges Familienfrühstück hatten wir auch schon länger nicht mehr. Oh, Manuel denkt schon über das Kinderadoptieren nach, oder wie? Aber so kriegt die liebe Elise auf jeden Fall auch wieder ihre Freundschaft hoch. Das ist hier immer super geeignet. Dann guten Appetit alle zusammen. Ja. Dann machen wir noch mal kurzes Schulwerk und dann muss ich auch gleich wieder Pause machen, also Break machen, weil meine Zeit dann schon wieder um ist. Immer so schnell. Das ist alles immer viel zu schnell.
Kämmer das so dabei? Ja, und schon sind die Freunde wieder klar, ne? Wusste ich doch. So. Jetzt hat er gegessen. Okay. Ja, okay. Spül's ab. Und wie gesagt, ich mache hier einen Break. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.